Benutzt du für deine Selbstständigkeit auch Dinge, die du vorher eigentlich privat gekauft hast? Wenn ja, dann gibt es eine Möglichkeit, wie du Steuern sparen kannst. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn es dir so geht wie mir oder wie vielen, vielen anderen Selbstständigen, dann brauchst du für deine Selbstständigkeit, quasi für dein Unternehmen, ein bestimmtes Equipment oder eine Büroausstattung. Diese Ausgaben, wenn die für deine Selbstständigkeit sind, die kannst du in deiner Buchhaltung steuerlich berücksichtigen. Wie das genau funktioniert, dazu habe ich ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Da ist genau erklärt, wie du Anschaffungen quasi als Geschäftsausgabe absetzen kannst. Aber wenn es dir so geht wie vielen anderen, dann schaffst du ja nicht alles am Anfang für dein Unternehmen an. Du hast einen Schreibtisch und den hattest du halt schon und den benutzt du jetzt auch betrieblich. Oder du hast den geschenkt bekommen. Oder du benutzt einen Laptop, den du eigentlich privat mal gekauft hast, benutzt du jetzt auch für dein Unternehmen. Dann hat man die Kosten ja nicht in der Buchhaltung. Aber diese Kosten kannst du auch nachträglich quasi in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Und das wissen viele gar nicht. Das heißt, du kannst diese Wirtschaftsgüter nachträglich in dein Betriebsvermögen einlegen und so steuerlich geltend machen. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Grundsätzlich gibt es gar keine Einschränkungen von Dingen, die du in dein Betriebsvermögen einbringen kannst. Du kannst grundsätzlich alle Anschaffungen, alle Gegenstände, die du irgendwie für deine Selbstständigkeit brauchst und die du vorher in deinem Privatvermögen hattest, kannst du in dein Unternehmen einbringen. Wichtig an dieser Stelle ist auch, du musst diese Gegenstände, diese Dinge anschließend nicht ausschließlich betrieblich nutzen. Im ersten Jahr, also im Jahr der Einlage, solltest du diese Gegenstände mindestens 50% betrieblich nutzen und in den Folgejahren mindestens 10% betrieblich nutzen. Dann sind quasi alle Voraussetzungen gegeben, das tatsächlich auch in dein Betriebsvermögen einzubringen und sie so steuerlich geltend zu machen. Wenn du dich jetzt fragst, was könnte das denn eigentlich sein? Gib doch mal ein paar Beispiele. Dann, es könnte zum Beispiel ein Schreibtisch sein, ein Laptop sein, ein Smartphone sein. Es könnte das Regal sein in deinem Homeoffice. Es könnte aber auch dein Auto sein, eine Kamera sein. Alle Dinge, die du quasi privat irgendwie hast oder auch die du privat geschenkt bekommen hast und jetzt für dein Unternehmen brauchst, kannst du sie einbringen und dann quasi mit dem aktuellen Wert, das es hat, steuerlich geltend machen. Der einzige kleine Wermutstropfen ist, dass du in diesem Geschäftsvorfall keinen Vorsteuerabzug hast, weil ja kein Geld fließt und du auch keine richtige Rechnung hast, wo du die Umsatzsteuer geltend machen kannst. Aber für die Einkommensteuer ist das relevant, denn wenn du das einbringst mit dem Wert, dann reduziert das deinen Gewinn und mit dem Gewinn auch deine Einkommensteuer oder eventuell sogar auch deine Gewerbesteuer. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie machst du das Ganze? Das heißt, wie legst du eigentlich einen Privatvermögensgegenstand ins Betriebsvermögen ein? Und wie dokumentierst du das? Ich meine, wir sind in Deutschland, wir reden über Buchhaltung, da muss natürlich alles dokumentiert werden. Und da solltest du einen Beleg erstellen, so eine Art Formular. Da gibt es so eine Vorlage, die füllst du einfach aus als Nachweis, was du eigentlich wann wie eingelegt hast. Und da viele Selbstständige diesen Trick und Tipp gar nicht kennen, dachte ich mir, ich erstelle mal eine Vorlage. Diese Vorlage verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. In dieser Vorlage von Dokument, also diesem Beleg, da musst du so ein paar Dinge aufführen. Das erste ist natürlich, was legst du eigentlich ein? Beispielsweise das iPhone 13. Hast du letztes Jahr privat gekauft und möchtest du dieses Jahr gerne in dein Betriebsvermögen einbringen. Das heißt, was ist das eigentlich für ein Gegenstand, den du jetzt einbringen möchtest? Das zweite Ding ist das Datum. Das heißt, wann geht das Wirtschaftsgut quasi in dein Betriebsvermögen ein? Dritter Punkt, und das ist mit der wichtigste Punkt, ist, was ist der aktuelle Wert des Gegenstandes? Wenn ich letztes Jahr ein iPhone gekauft habe für 1.000 €, ist es heute natürlich keine 1.000 € mehr wert. Ich muss irgendwie einen Wert ermitteln, mit welchem Wert ich das jetzt ins Unternehmen einbringe. Viertens, der Grund, warum mache ich das eigentlich? Das ist relativ einfach, um ehrlich zu sein. Du brauchst jetzt den Gegenstand in deinem Unternehmen für deine Selbstständigkeit, um Einnahmen zu generieren und deswegen legst du es jetzt ein. In der Belegvorlage habe ich da mal so ein Formulierungsbeispiel eingeführt. Wenn das für dich passt, kannst du den gerne so stehen lassen und so verwenden. Einen besonderen Fokus solltest du immer auf die Wertermittlung haben. Da du ja quasi Geschäfte mit dir selbst machst, gibt es natürlich einige Vorschriften, an die du dich halten solltest, um nicht später Ärger mit dem Finanzamt zu bekommen. Weil du überträgst jetzt ja Dinge, Anschaffungen von deinem privaten Vermögensbereich in deinen eigenen betrieblichen Vermögensbereich. Und du machst irgendwie ein Geschäft mit dir selbst. Also du als Privatperson mit dir als Unternehmer, Unternehmerin, ihr macht irgendwie ein Geschäft miteinander. Da gibt es ja keine Transaktion, da gibt es jetzt keinen Vertrag. Klar füllst du so einen Beleg aus, ein Formular aus, aber ihr habt ja nicht wirklich einen Vertrag, wo beide Seiten jetzt über den Preis verhandeln. Und deswegen ist die Wertermittlung dieser Anlage wahnsinnig wichtig. Was ist eigentlich der Wert, den du einbringst und den du steuerlich geltend machen kannst?
Bei Anschaffungen der in den letzten 3 Jahren, also alle Dinge, die du letztes Jahr, vorletztes Jahr oder das Jahr davor angeschafft hast, machst du es genau so, dass du die damaligen Anschaffungskosten nimmst, beispielsweise letztes Jahr 1.000 Euro ein Handy. Da gibt es ja eine Rechnung oder einen Vertrag, aus dem dieser Anschaffungspreis hervorgeht. Und dann reduzierst du diesen Anschaffungspreis in der Höhe der AFA. Was AFA und Abschreibung ist, das habe ich dir mal in einem Video erklärt. Das verlinke ich dir hier oben rechts. Und das machst du genauso bei Dingen, die du auch vorher privat angeschafft hast. Beispielsweise ein Handy wird in der Regel über 3 Jahre abgeschrieben. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist 3 Jahre. Und wenn du es letztes Jahr für 1.000 Euro angeschafft hast, dann hat sich das bis heute um 1/3 im Wert reduziert. Und jetzt kannst du heute dieses Handy quasi in dein Unternehmen einlegen im Wert von 667 Euro und kannst diese 667 Euro so steuerlich geltend machen. Bei allen Anschaffungen, die noch länger her sind als 3 Jahre, was ja durchaus sein kann, weil viele Wirtschaftsgüter sind ja auch nach 5 Jahren, haben immer noch einen Wert. Zum Beispiel ein Auto oder du hast einen Schreibtisch aus Massivholz, der ist ja eventuell nach 10 Jahren immer noch werthaltig. Da rechnet man nicht mehr mit den Abschreibungen. Das heißt, da kannst du hingehen und einen Wert schätzen. Das heißt, ein Teilwert, was ist das denn heute jetzt noch wert? Da kannst du das natürlich als Grundlage nehmen, die Anschaffung und so weiter. Du kannst dich aber auch mal umschauen, zum Beispiel auf eBay, eBay Kleinanzeigen, was ist eigentlich gerade so der Verkehrswert? Das heißt, wie viel würde ich jetzt eigentlich für diesen Schreibtisch noch bekommen und was hat der eigentlich an Wert und kann das als Grundlage nehmen für meine Bewertung für die Einlage. Wichtig an dieser Stelle ist immer nur, dass du es nachvollziehbar machst, wie du zu diesem Wert gekommen bist. Du kannst dir jetzt nicht einfach ganz wild irgendwas ausdenken ohne Begründung. Das würde dir das Finanzamt im Zweifel nicht anerkennen. Nur um es nochmal ganz deutlich hier zu machen. Bleiben wir beim Handybeispiel. Wenn du dieses Handy für knapp 700 Euro in dein Betriebsvermögen einlegst, kannst du diese 700 Euro steuermindernd geltend machen. Diese 700 Euro musst du weniger versteuern. Jeder von uns hat irgendwelche Sachen, irgendwelches Equipment, was er auch für seine Selbstständigkeit nutzt, die er aber irgendwie privat mal angeschafft hat oder geschenkt bekommen hat. Wenn du diese Dinge nicht einlegst, dann machst du sie nicht steuerlich geltend. Und so wie ich meinen Bekanntenkreis von Selbstständigen kenne und auch unsere Mandanten kenne, machen es die allermeisten nicht. Die machen nicht diese eine Bestandsaufnahme und schauen, was die theoretisch alles einlegen können. Bei fast jedem sind das einige hundert oder einige tausend Euro, die du theoretisch in deiner Buchhaltung als Kosten ansetzen könntest und die du weniger versteuern musst. Deswegen mach's einmal, stell dir einmal so eine Liste und gib sie deinem Steuerberater oder wenn du unser Mandant bist, schick sie uns zu, damit wir die Kosten für dich berücksichtigen können. Ein wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle. Wenn du jetzt eine Anschaffung ins Unternehmen einbringst, dann kann das natürlich auch noch einen Wert haben, was über mehrere Jahre quasi im Unternehmen verbleibt. Und da gelten die gleichen Regelungen, als wenn du etwas gekauft hättest als Betriebsvermögen. Das heißt, wenn es einen gewissen Wert überschreitet, also 800 Euro netto oder 952 Euro brutto, dann musst du diese Anschaffung dann auch normal abschreiben. Es wird genauso behandelt, als wenn du es gekauft hättest. Das ist relativ wichtig. Du kannst nicht zwingend automatisch alle Kosten sofort absetzen, sondern musst sie unter Umständen über die Nutzungsdauer auch nochmal verteilen. Ganz abschließend nochmal ein dringender Appell an alle Gründer und Neuselbstständigen. Macht euch am Anfang bitte einmal eine Liste mit Dingen, die ihr jetzt auch betrieblich nutzt und dem jeweiligen Wert und überlegt euch, ob es nicht sinnvoll ist, diese Dinge gleich am Anfang ins Betriebsvermögen einzubringen. Das hat nämlich den Effekt, dass ihr ganz am Anfang schon mal eine ganze Reihe an Kosten habt, die ihr steuerlich geltend machen könnt, ohne tatsächlich Geld zahlen zu müssen. Und auch wenn ihr jetzt noch gar keine Einnahmen habt, lohnt sich das trotzdem. Ihr könnt nämlich diese Einlagen machen und mit diesen Einlagen quasi in der Buchhaltung Verluste machen, die ihr später dann mit Einnahmen und Gewinnen ausgleicht und dann halt Steuern spart. Es lohnt sich für alle Gründer auf jeden Fall einmal so eine Bestandsaufnahme zu machen, was ihr denn jetzt eigentlich betrieblich nutzt in Zukunft. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, Steuern zu sparen. Das ist der Grund, warum wir es machen. Wenn du noch dazu eine Frage hast, dann findest du unter diesem Video im Kommentarbereich, schreib da gern deine Frage rein. Das lohnt sich nämlich aus 2 Gründen. Erstens, du bekommst eine Antwort und zweitens hast du den Vorteil, dass wir jeden Sonntag dieses Paket verlosen, also so ein Paket. Und wenn du möchtest, dass dieses Paket zu dir fliegt,
dann benutzt doch den Hashtag Steuerfrage bei deinem Kommentar unter diesem Video oder unter einem unserer anderen Videos. Wenn du Hilfe bei deinen Steuersachen brauchst, dann findest du in dem ersten Link in der Videobeschreibung alle Infos zu unserem Angebot. Wir sind digitaler Steuerberater, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Wenn dir das zu viel Commitment am Anfang ist, das heißt, lass uns gerne telefonieren, aber wenn du das nicht möchtest und erstmal austesten möchtest, dann abonnier doch unseren Kanal oder schau einen unserer weiteren Videos, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Ich hätte das viel besser werfen können. So what?